Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial. In diesem Tutorial geht es um die Modulatoren von Bitwig am Beispiel der LFOs. Also, was Modulatoren sind, was sie tun und was man mit LFOs machen kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, hier habe ich hier einfach mal einen Polysynth reingeladen und so ein Polysynth in Standardausführung, der klingt so. Jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Und ich kann jetzt, wenn ich ein bisschen spiele, eine Taste drücke, kann ich mit der Maus zum Beispiel an dem Filter rumdrehen. Oder ein paar Unison-Voices dazu packen und die dann so ein bisschen stärker verstimmen. So, das ist irgendwie ganz nett, aber wenn ich das alles von Hand machen muss, ist das nicht sehr praktikabel. Und da kommen jetzt die Modulatoren mit ins Spiel. Das heißt, es sind kleine Helferlein, die mir jetzt zum Beispiel dieses Wackeln mit der Maus abnehmen können. Zum Beispiel kann das ein LFO. Und in jedem Device in Bitwig gibt es diesen Modulator-Pfeil hier unten. Und wenn man den anklickt, sieht man, wie hier so eine Plus-Spalte aufgeht, so eine Plus-Leiste. So, und wenn ich dann auf so ein Plus draufklicke, dann wird das Auswahlfenster der Modulators angezeigt. Und ich sehe hier auf der rechten Seite die Liste der verschiedenen Modulatoren. Links sehe ich, wenn ich mir Favoriten angelegt habe oder neue Kollektionen, kann ich mir die anzeigen lassen. Und hier sehe ich auch noch kann ich die Modulatoren nach Kategorie auswählen. So, ich gehe jetzt aber ins Suchfenster, gebe einfach LFO ein und sehe dann, okay, ich habe hier drei LFOs, ich nehme einfach mal den ersten, wähle den aus und dann habe ich hier einen LFO. In dem LFO-Fenster habe ich einerseits die Grafik, die Animation, da sehe ich so ein bisschen, was dieser Modulator an der Stelle macht. Ich habe hier einen Knopf, wenn ich den klicke, komme ich in die Einstellung. Und ich habe hier unten noch den Modulationspfeil und wenn ich den klicke, dann werden an dem Device, in dem ich das den Modulator hinzugefügt hat, die Felder, die ich modulieren kann, grün hinterlegt. Schauen wir mal. Ich klicke jetzt mal drauf. So, und dann sind jetzt Felder grün. Ich anmachen und wenn ich den jetzt aktiviert habe, kann ich zum Beispiel hier den Filter modulieren. Sieht man schön, wie der schön moduliert wird. Wenn ich jetzt, mache ich mal aus, und wenn ich jetzt eine Taste drücke, hört sich das so an. Also der Filter wird zu und wieder aufgemacht. So. Und ich habe jetzt hier eine Einstellungsmöglichkeit des LFOs. Hier so ein Regler, da kann ich jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit, wie schnell oder wie langsam moduliert wird, einstellen. Sehr langsam oder ganz langsam oder schnell. Im Doppelklick komme ich wieder in die Ausgangssituation und rechts davon habe ich die Einheit, die ich einstellen kann, die Geschwindigkeit beeinflusst. Also standardmäßig steht die auf Hertz. Ich kann aber auch auf Kilohertz gehen, dann dreht sich das Ding ganz schnell. Oder ich kann das auch auf Notenbasis, also hier einen Takt lang. Das heißt, ein Modulationsvorgang geht genau einen Takt lang. Oder eben auch kürzer. Halber Takt. Dementsprechend kann ich auch wieder schneller und langsamer machen. In der nächsten Zeile kann ich den Verlauf dieser Kurve etwas beeinflussen, indem ich nach links oder rechts. Doppelklick wieder in die Mitte. Hier kann ich von dieser Welle
auf eine andere, etwas andere Form umwechseln. Ich habe dann immer so ein bisschen anderen Verlauf der Modulation. Wenn mit Steuerung und Klick kann ich auch den Wert hier direkt eingeben. In der nächsten Zeile habe ich jetzt zwei Einstellungen. Die erste Einstellung ist das Delay, also das heißt die Verzögerung, wann die Modulation einsetzt. Da kann ich von 0 Sekunden bis 8 Sekunden alles Mögliche dazwischen eingeben. Wenn ich zum Beispiel jetzt circa eine Sekunde oder genau eine Sekunde eingebe, heißt das, eine Sekunde lang wird mein Ton ohne Modulation gespielt und ab einer Sekunde dann mit Modulation. Hören wir uns das mal an. Ich drehe das mal hier wieder in Originalzustand. Man sieht schön hier in der Grafik, wie die Voice, also dieser Knopf, erst gerade verläuft und dann in die Modulation abschwingt. So, jetzt ist der Übergang von keine Modulation auf Vollmodulation ziemlich plötzlich da und vielleicht möchte ich das nicht. Deshalb gibt es hier so einen Fade-In. Und den kann ich jetzt zum Beispiel auch auf eine Sekunde stellen, circa, ungefähr, ganz genau. Und was das bedeutet ist, ich habe einerseits das Delay von einer Sekunde, das heißt eine Sekunde keine Modulation. Und ab der ersten Sekunde bis zur zweiten Sekunde, weil ich ein Fade-In von einer Sekunde definiert habe, gibt es dann von keine Modulation bis Vollmodulation so einen Übergang von einer Sekunde. Schauen wir uns das mal an, weil das sieht man hier auch schön. Fängt dann so langsam an zu wackeln, wenn ich das natürlich noch größer mache, ist der Effekt noch besser sehbar, bis er dann zum Schluss wieder hier auf der normalen Linie läuft. So, ich schalte jetzt mal das alles wieder auf 0. Ich habe die Modulation da. Und auf diesem unteren Regler stelle ich den Wert ein, wie stark die Modulation wirken soll. Das heißt, die steht auf 100%. Wenn ich sie auf 0 runterdrehe, heißt es, die Modulation findet gar nicht statt, ist quasi wie ausgestellt. Hören wir uns das mal an. Wird auch schön grafisch hier nochmal angezeigt. Ne? Wenn keine Modulation ist, läuft die Voice, also der Punkt, einfach nur hier so komplett durch. So, und das nächste ist, ich habe hier unten eine Einstellung, die heißt Note. Das heißt, bei jeder angeschlagenen Note fängt die Modulation von vorne an. Wenn ich jetzt ganz viele kurze Noten klicke, sieht man, dass die Voice jedes Mal hier vorne losgeht, aber die Modulation nicht komplett durchläuft. Dann halte ich die Note jetzt ein bisschen länger, läuft die durch die Modulation durch. So. Jetzt gibt es noch eine andere Einstellungsmöglichkeit, eine freie Modulation. Das heißt, da wird nicht extra die Note wieder von vorne begonnen, sondern die läuft einfach so weiter durch. Das heißt, es ist abhängig von der Zeit, wann ich eine Note drücke, wie die gerade moduliert wird. Und eine weitere Einstellung ist Sync. Und da wird die Modulation anhand, ich sag mal hier, des Arrangers synchronisiert. Das heißt, ab dem ersten Takt geht die Modulation los und läuft dann abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit einfach mit durch. Und würde ich jetzt anfangen, hier loszuspielen, würde mir Bitwig berechnen, wenn der bei Takt 1 hier anfängt, wo wäre er dann an der Stelle oder an der Stelle zum Beispiel und würde dann mit der Modulation an der entsprechenden Stelle hier irgendwo anfangen.
Und dann gibt es noch Randomize, also zufallsgeneriert. Das heißt, wenn ich eine Note drücke, springt die Modulation an irgendeinen Wert. So, dem geneigten Zuhörer ist jetzt vielleicht aufgefallen, wenn ich hier eine Note drücke, höre ich zwar eine Modulation, aber wenn ich ganz genau hinhöre und mir noch diesen Filter angucke, wie der hier moduliert wird, und ich sehe hier einen, wie so einen Sinusverlauf, der ja relativ regelmäßig ist und läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann schaue ich mir hier diesen Filterregler an. Der hat hier eine Pause. Der dreht auf, Pause, dreht wieder zu, dreht auf, Pause zu, auf, Pause zu, auf, Pause zu, auf, Pause zu, auf, Pause zu. Und das Ganze kommt daher, weil dieser Modulator bipolar läuft. Das heißt, wenn ich einen Wert, ich sag mal, ich sage jetzt einfach mal, ich hätte jetzt minus 10 eingewählt. So, das ist, war ja der ursprüngliche, der Ausgangspunkt, sage ich jetzt mal. Und ich habe den jetzt einfach runtergenommen. Das wären jetzt einfach mal angenommen minus 10, einfach anschaulicher. Dann versucht dieser Modulator, wenn ich hier minus 10 anwähle, quasi abnehmen, wieder nach vorne und macht das Ganze plus 10 dazu. Das heißt, er würde theoretisch hier nochmal plus 10 rumschwingen. Da ich aber mit dem Regler schon am Anschlag bin, kann der ja nicht plus 10 dazu zählen, sondern er zählt quasi im Geiste 10 dazu. Es passiert halt in der Zeit nichts, wieder 10 ab. Und wenn er das durch ist, kommt er wieder an den Punkt, den ich eingewählt habe und wo ich auch was hören kann und moduliert mir das Ganze. Wenn ich den Drehregler jetzt von voll aufgedreht zurückdrehe, sehe ich genau, was er hier macht. Das heißt, das habe ich angewählt und durch dieses Bipolar dreht er hier auf der Plusseite weiter. Jetzt drehe ich das wieder ganz hoch und hier habe ich den Bipolar-Schalter, den kann ich ausstellen. Das sieht man hier auch schön an der Grafik. Wenn ich da jetzt klicke und den ausstelle, ist nur noch die Hälfte quasi. Er macht nur noch in eine Richtung, und zwar in die Richtung, die ich gewählt habe. So hat sich das vorher angehört. So hört sich das jetzt an. Die Pause ist jetzt weg, ne? So, und jetzt ist folgendermaßen, dass diese Modulation, wenn ich eine Taste drücke, ob das jetzt per Note oder wie auch immer definiert ist, drückt sich die Modulation immer auf alle gedrückten Tasten auf. Wenn ich eine gedrückt habe, wenn ich eine Taste gedrückt habe und eine weitere Taste drücke, dann folgt die weitergedrückte Taste der Modulation der ersten Taste. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Um jetzt die gedrückten Tasten voneinander jeweils eine eigene Modulation zu geben, kann ich hier auf Poly klicken. Das heißt, ich drücke jetzt eine Taste und man beobachtet jetzt hier oben, ist die Animation weg. Wenn ich Poly wieder wegnehme, läuft die durch. So, das heißt, ich drücke jetzt, habe die Animation wieder. Jetzt drücke ich eine zweite Taste und die hat ihren eigenen Modulationsverlauf. So, so kann ich dann einfach so eine gewisse Schwebeeffekte oder gewisse Bewegungen in die Sounds reinbringen. So, nehmen wir jetzt einfach mal den nächsten LFO. Wenn ich LFO schreiben würde und nicht KFO, nehmen wir den Beat LFO. Der Beat LFO, wenn ich hier in die Einstellungen gehe, hat so ein paar andere Einstellungen, ein paar ähnliche Einstellungen, ein paar andere Einstellungen und er hat auch diese Einstellung mit dem
mit dem Shuffle Enable, was unten in der Statusleiste steht. Das ist verbunden mit dem Menü bei Play hier, bei dem Groove-Menü, Enable Groove, mit diesen Einstellungen. Das heißt, der interagiert mit dieser Einstellung. Wenn ich da was ändere, reagiert dieser Modulator drauf. Und der dritte LFO, der Classic LFO, wenn ich hier in die Einstellung gehe, hat der ähnliche Einstellungen wie hier, ein bisschen anders repräsentiert und noch so ein paar Grundwellenformen, die ich hier anwählen kann, wie der LFO funktionieren kann. Packe ich den zum Beispiel, ups, packe ich den zum Beispiel hier auf den Unison und vielleicht jetzt mit einer ganz normalen Seuchenwelle bekomme ich jetzt so einen Sound. So, ich mache jetzt hier oben mal den Poly aus, weil ich hier unten noch was zeigen möchte. So, wenn ich jetzt hier Note Trigger eingebe, wird der auch immer bei jedem neuen. Bei jeder Note, die ich drücke oder Taste, die ich neu drücke, wird die Modulation quasi wieder von Anfang an abgespielt. Wenn ich per Voice mache, habe ich wieder einen ähnlichen Effekt wie oben. Das heißt, jede zusätzliche Taste, die ich drücke, bekommt ihren eigenen Verlauf. Und mit diesem Menü kann ich mit der Maus noch so ein bisschen die Wellenform beeinflussen, wie die Modulation verlaufen sollte. Ja, das war es eigentlich schon von der ganzen Modulationswelt. Ist ein relativ einfaches Konzept. Man muss sich nur einen entsprechenden Modulator aussuchen, in dem Fall jetzt einfach LFOs, und dann kann man die ganzen Effekte, Drehregler modulieren. Und man kann auch mit den, ich könnte jetzt zum Beispiel mit diesem Modulator auch Werte von diesem Modulator modulieren. So, dann wird dieser Modulator. Wird der erste LFO mit dem dritten LFO moduliert. Zum Beispiel. So, möchte ich jetzt eine Modulation wieder wegnehmen, kann ich zum einen entweder hier draufklicken, Rechtsklick drauf machen, dann sehe ich, okay, der wird hier moduliert, wenn ich das hier so sehe. Ich kann aber auch zum Beispiel einen Rechtsklick, das sieht man jetzt hier nicht, einen Rechtsklick, Moment, auf den Modulator selber, genau. Dann sehe ich hier, was dieser Modulator moduliert. Ich kann aber auch hingehen, den Inspektor hier aufrufen, den Modulator anklicken und dann sehe ich, was der entsprechende Modulator moduliert. Kann das hier mit Steuerung Klick, kann ich auch den Wert nochmal direkt eingeben, zum Beispiel. Oder ich kann das auch hier mit dem X einfach rauslöschen. Und lösche ich dann die ganze Modulation raus und dann wird hier nichts mehr moduliert, außer wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehe ich noch, okay, der hier wird moduliert und den kann ich entweder hier wieder rausklicken oder ich mache einen Rechtsklick hier und lösche das dann hier und dann wird er auch nicht mehr moduliert. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet bei dem nächsten Tutorial wieder ein. Habt Spaß, bis bald. Ciao, ciao.